Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Stardew Valley. Ja, es ist König der Soßen. Es gibt Maki-Rollen. Das ist, glaube ich, Sushi, oder? Und es gibt Regen. Oder auch nicht. Schade. Ich habe immer noch die leiseste Hoffnung, dass es Regen gibt. Aber es gibt. Oh, es gibt fette Ernte. Das gibt fette Ernte. Oh, die noch nicht. Ach ja, Robin baut ja unser Haus, kriege ich gerade mit. So, hier müssen wir, glaube ich, noch gießen, weil da kommen wir ja nicht an den Sprenkler ran. Alle anderen Sprenkler haben wir ja, glaube ich, ausgetauscht, ne? Soweit ich weiß. Ja. Oder wo gab es eine zusätzliche Pepi oder was? Schön. Gut, das war jetzt kein ereignisreicher Erntetag, aber es war ein Erntetag. So, was steht denn sonst noch an? Den Hund streicheln. Ja, Post lesen. Ja, okay, kann ja nur wieder die GEZ sein. Case, wie geht's dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt. Linus, Sashimi. Ja, wir können auch bald kochen. Hoffe ich. Das kommt alles weg. Keine Lust, den Hopfen jetzt so lange zu bewahren. Ja, bei der Arbeit. Danke, das ist wirklich nett. Ja, ich weiß. Bei der Arbeit einfach mal Blumen schenken, hätten wir immer machen können. Ja, nö. Ich hab jetzt keine Lust, da unten jetzt noch was hin, oder? Lohnt sich's noch? Ich meine, können wir ja trotzdem eigentlich machen, ne? Mahagoni-Bäume wachsen irgendwie auch nicht mehr. Weiß auch nicht warum. Mach dir mal wieder frei, wa? Wachsen die nur zu bestimmten Jahreszeiten? Nee, wir haben sie doch auch im Sommer gepflanzt, oder? Wir haben sie eigentlich auch im Sommer gepflanzt, oder? Sie brauchen halt echt lange zum Wachsen. Aber der hängt jetzt so lange auf diesem Punkt fest, der derzeit. Immer so das Gefühl habe, dass er es nicht, ne? Nicht weitergeht. Hurra! Ja, man hat sich wenigstens kurzzeitig mal gefreut. Kann ich eigentlich irgendwas in die Höhle bauen? Irgendwas, um den Fledermäusen weh zu tun, weil sie ja. Ey, Hund, da schimmert deine Nuggets, ey. Ich habe irgendwie Quarz dabei. Das langt ein Quarz. Das da müssen wir noch mal gucken. Aquamarin kann man wegbringen. Ich wollte eigentlich noch mal wegen Eisen gucken, denn wir müssten eigentlich ja immer noch mal Eisen holen. Ich weiß, wir haben alle unsagbar viel Lust drauf. Ich glaube, wie viel Energie wir noch haben, ne? Obwohl, ne, wegen Felder und so. Das ist nice. Da ist schon beinahe egal, ob es regnet. Man kann immer in die Mine gehen. Yay, cool, Mine. Ich weiß, die Leute freuen sich drüber. Ich weiß, die Leute können sich kaum halten. Ich laufe hier einfach mit meinem Hammer rum. Ich sehe denn auch so stark aus. Hat denn heute irgendwer Geburtstag? Siehst du, schon habe ich was kaputt gemacht. Wo bin ich denn da? 21, nö. Tanz der Mondlichtquallen, der Willy. Schleimjäger, erlege 6 Frostgelees. Ja, das kann ich machen. Für 510 mache ich das easy, Alter. Ehrlich, muss sowieso in die Mine. Was pflanzen wir denn da jetzt noch an, was in kurzer Zeit fertig ist? Radieschen, oder? Oder Sonnenblumen. Acht Tage? Dann ist der 29. Wird noch hinhauen. Knapp, aber wird noch hinhauen. Hier kannst du haben. Ich habe ihn jetzt gleich mal direkt verkauft, weißt du? Er lebt hier ja sowieso wie so ein Schlund.
Dann können wir uns ein paar Sonnenblumen machen. Repariert mal den Zaun da, da ist ja was kaputt. Dann erlegen wir gleich noch Frostschleimis. Versuchen einfach ein bisschen tiefer zu kommen. Ach, ihr wisst ja, ihr kennt ja die Geschichte. Ja, das hier müssen wir ja auch gießen. Ja, stimmt, ja. Ja, habe ich jetzt... Ah, jetzt tatsächlich vergessen. Guck mal hier, wir müssen nicht mehr gießen. Oh, guck mal, wie viel Energie wir haben. Oh, wir brauchen nicht mehr gießen. Ja, spätestens ab nächstes Jahr, da wird hier alles mit Sprinklern voll sein. Da brauche ich nie wieder mehr gießen. Da ist das Fuck auf Gießkanne. Die müssen wir ja auch noch gießen. Alter, was ist denn das für ein Schlund? Nur so halbherzig gespielt hier. Okay, es ist früher Morgen. Schnell mal eine Ausrede suchen. Das Ding da oben ist mir jetzt aber... Ne, das ist mir jetzt... Mach schön weiter, machst du toll, super cool. Das macht sie gar nicht gut. Die haut nur mit einem Hammer gegen meine Scheibe. Da habe ich ein Fenster, verdammt. Aber macht nix. Nicht jeder kann so viel Skill haben im Hausbau wie ich. Okay, das war ein Insider nur für mich. Weil wir ja derzeit ein Haus bauen. Naja, was heißt bauen? Das kann ich mir nicht leisten. Aber renovieren. Schnäppchenhäuser und so. Fühlt sich auf jeden Fall an. Okay. Ich bin genervt. Der Gedanke daran nervt mich. So, ich gehe jetzt in die Mine. Der Gedanke daran entspannt mich. Wir brauchen wenigstens so weit, dass wir eine Silberhacke haben können. Das nehme ich mit, weil ich es gefunden habe. Mindestens, dass wir eine Silberhacke haben. Okay, wer will auf die Fresse? Alter, ich hab einen ganz dicken Hammer. Hallo? Auf die Fresse? Hallo? Keiner? Okay. Okay, dann nicht. Ist in Ordnung. Ich such dann meinen Scheiß raus, okay? Danke. Da auf die Fresse. Fresse, Mann. Ich will den Geist trotzdem erledigen, ne? Weil der ja doch noch unsere Sachen gibt. Und zwar Solarerze, Essenze. Please die, a horrible dead. So, oben haben wir auch nochmal Eisen. Das wollen wir ja auch mitnehmen, deswegen sind wir ja auch hier. Nicht nur wegen Fledermausflügel. Die wir für irgendetwas noch brauchen. Oh. Geist statten, Alter, schon wieder ein Geist. Leider fliegt er dabei weg. Also im Endeffekt lohnt sich dieser Angriff nicht. Was haben wir denn sonst noch? Wir können uns ja trotzdem umgucken, bevor der Geist erstmal wieder angejackelt kommt. Da ist ja auch schon wieder. Ist ja auch schon wieder Highlife.
Wäre schön, wenn schon eine, ein wenigstens auf die 60 kommen. Das wäre schon schön. Wenn wir schon da haben. Wenigstens auf die 60 kommen, bitte. Lass mich nicht wieder danach betteln. Lässt mich danach betteln, oder? Na, naja, gut ging. Kann ich mitleben. Kann ich auch mitleben. Hier haben wir wieder... Instantstein, Treppe, Leiter. Das ist sehr gut. Time ist noch gut. Ein paar Höhlenkarottos. Winterwurz, die wir wieder nicht mitnehmen können. Aber ich brauche echt kein Harz und ich brauche euch keinen Schleim. Ich brauche hier Kohle. Da, oh, halt, da ist noch ein Fass. Cool, gut, dass wir es gemacht haben. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt nicht gemacht. Cool. Was ist denn das? Erstmal den erledigen. Der andere tut nämlich tatsächlich weh. Ist das so ein Endboss-Schleim oder so? Ist das ein Endboss-Schleim? Gibt es Endboss-Schleime? Kriege ich dadurch mehr Schleim? Wow, cool, mehr Schleim. Okay, ein kleines bisschen kann ich mich buffen. War ein Endboss-Schleim, keine Ahnung. Cool, rede mit Luis. War ein Endboss-Schleim, keine Ahnung. Hatte ich irgendwie auch noch nie gehabt. Noch irgendwie eine Leiter finden. Shit. Komm schon. Ich habe einen Endboss besiegt. Warum kriege ich jetzt einen Anruf? Irgendjemand Wichtiges? Keine Ahnung. Kenne ich nicht, ist mir egal. Lass es im Hintergrund ein bisschen düdeln, was weiß ich. Oh, guck mal, Diamant wieder. Schon der zweite. Ja, leck mich doch. Pech. Ich habe meinen freien Tag, wenn es die Arbeit ist, also werde ich da auch nicht, will ich da auch nicht angerufen werden. Ich immer furchtbar, wenn die der Meinung sind, oh ja, wir können trotzdem anrufen. Nein, freier Tag. Freier Tag bedeutet abschalten von der Arbeit. Und nicht, ja, mal gucken, ob. Ganz schlimm. Ganz schlimm, so eine Leute, wirklich, mag ich gar nicht haben. Vor allem um diese unchristliche Zeit.
Gut, wir haben, dass es weiter runter geht. Wir haben also schon mal Level 60 erreicht. Das ist gut. Fertilizer brauche ich tatsächlich nicht. Die Höhlengraurotte ignoriere ich jetzt auch mal. Wir nehmen noch den Aquamarin mit. Schleim. Okay, das war echt eklig, das Geräusch. Ich meine, ich habe nachgedacht. Das war so ein Nachdenkgeräusch. Ja, das können wir noch nicht machen. Kommen wir in die Feuerregion? Nein, kommen wir nicht. Schade, ich dachte, wir haben eventuell schon Feuer geschafft. Sind auch der Kill hier, ne? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Und die neue wollte ich noch mitnehmen. Scheiß auf Kupfer. Tschüss. Das andere müssen wir beim nächsten Mal mitnehmen. Wir haben jetzt auch erstmal wieder, ich möchte nicht sagen genügend Eisen. Aber wir haben Eisen. Aber genügend ist es noch lange nicht. Ich würde sagen, beeilen, aber wir sind gleich schon zu Hause. Das ist alles ganz chillt. Ich kann auch einmal Eisen rein, nur zweimal Eisen reinschmeißen, wenn wir nicht in den Bäumen festhängen. So, dann können wir eigentlich noch. Ach, Robin, du bist ein Arbeitstier, bist du, weißt du? Das ist ein Arbeitstier. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Wir verkaufen morgen. So, Hundi, alles gechillt? Alles klar? Gut. Gute Nacht. Level up bei Minen. Minenarbeit, ein Erz pro Vene. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Wo nehme ich denn da? Edelsteine oder Erze? Aber ein Erz pro Vene ist aber auch echt, echt bitter, oder? Ist doch eigentlich nicht viel. Gefühlt, weiß ich nicht. So, ein bisschen Geld gemacht. Gute Nacht, bis morgen.